Cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Online-Kigo. Ja, so sieht's aus. Wir haben einen neuen Sonntag und wir haben was richtig Cooles für euch vorbereitet. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Ich würde sagen, ich starte mit einem Power-Gebet. Und wenn du jetzt daheim noch ein bisschen müde bist, ein bisschen schlapp bist, dann ermutigen wir dich jetzt aufzustehen, mitzubeten und dann mit uns in den Online-Kigo zu starten. Jesus, ich danke dir einfach für diesen Sonntag. Ich danke dir, dass wir voller Freude und voller Hoffnung einfach jetzt Online-Kigo feiern dürfen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns berührst, da wo wir uns auch angesprochen fühlen. Jesus, ich danke dir einfach für die Geschichte, für die Spiele, fürs Theater, für alles, was da so kommt. Jesus, mach du, dass es wirklich ein richtig toller Sonntag wird. Amen. Amen. Hey, und wenn ihr jetzt noch nicht steht, könnt ihr alle mal aufstehen, auch Mama, Papa, vielleicht ein paar Kuscheltiere. Denn, was machen wir jetzt? Jetzt geht's los mit Lobpreis. Yeah, ihr dürft tanzen, richtig ihr dürft cool. singen, ihr dürft rumhüpfen, ihr dürft machen, was ihr wollt. Hauptsache mit Freude, ne? Ja, super. Let's go. Gottes Wort, sie ist ein Liebesbrief an mich adressiert. Ich hab's kapiert, wie steht's mit dir? Ich lese die Bibel an jedem Ort, denn sie gibt mir Power, ist Gottes Wort. Sie ist ein Liebesbrief an mich adressiert. Ich hab's kapiert, wie steht's mit dir? Power Boom, Power Boom, Power Boom. Die Bibel ist ein Powerbuch. 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 Die Bibel ist mein Powerbuch. Ich lese die Bibel an jedem Ort, denn sie gibt mir Power, ist Gottes Wort. Sie ist ein Liebesbrief an mich adressiert. Ich hab's kapiert, wie steht's mit dir? Powerboom, 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 Powerboom. Die Liebe ist ein Powerboom. Powerboom, 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 Powerboom. Die Liebe ist mein Powerboom. Gottes Wort, ich will Gott immer bei mir haben, wo ich bin, an jedem Ort. Gott, er ist mein Freund, wie er's mir verspricht. Ich lese in der Bibel Gottes Powerbuch für mich. Ich brauche Kraft für jeden Tag, die find ich in Gottes Wort. Ich will Gott immer bei mir haben, wo ich bin, an jedem Ort. Gott, er ist mein Freund, wie er's mir verspricht. Ich lese in der Bibel Gottes Powerbuch für mich. Dum 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 d
Du bist groß, 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 du bist der Größte. Du bist Gott der ganzen Welt, dessen Wort nie verfällt. Du bist stark, du bist der Stärkste. Dumpe, 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 hey. 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 Stark, 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 du bist der Stärkste. Du bist groß, 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 du bist der Größte. Du bist Gott der ganzen Welt, dessen Wort nie verfällt. Du bist stark, du bist der Stärkste. Wer mir vertraut, bekommt neue Kraft. Wer mir vertraut, der kann fliegen. Und ich flieg, 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 flieg wie ein Adler, weil ich dir vertraue. Der Stärkste, du bist groß, 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 du bist der Größte. Du bist Gott der ganzen Welt, dessen Wort nie verfällt. Du bist stark, du bist der Stärkste. Wer dir vertraut, bekommt neue Kraft. Wer dir vertraut, der kann fliehen. Und ich flieg. Und ich flieg, 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 stopp. Und ich flieg, 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 flieg wie ein Adler, weil ich dir vertrau. Flieg ich wie ein Adler. Ich bin stark, stark, stark. Bekomme neue Kraft, weil ich dir vertrau. Bekomme ich neue Kraft. Ich vertraue dir, der alles schafft. Und ich flieg, flieg, flieg ne neue Kraft. Das hat richtig gut getan. Stark, oder? Richtig cool. Hat und wenn wir schon gemacht. Mit Freude dabei sind, würde ich sagen, lass uns doch mal anschauen, wer letzte Woche bei uns ein Gewinnspiel gewonnen hat, oder? Was ja, würde sagen, wir gucken mal rein. 3, 2, 1. And the winner is... Herzlichen Glückwunsch, du bist ein Gewinner. Cool. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt ein richtig cooles Geschenk von uns. Ihr könnt gespannt sein. Warte ab, bis der Postbote klingelt. Das wird was richtig Geniales, oder? Ja. Und willst du uns mal sagen, was heute unser Gewinnspiel ist? Heute haben wir ein ganz kniffliges Gewinnspiel. Und zwar werden hier ganz verschiedene Emojis eingeblendet. Und ihr könnt mal die Fisch-Emojis zählen. Also das sind alles verschiedene Lebensmittel, Brote, Obst, Gemüse und auch Fische. Und ihr könnt alle Fische, die im Laufe dieser Folge eingeblendet werden, zählen. Richtig cool. Also wir wollen gar nicht so viel verraten. Fisch hat auch nämlich einen Sinn. Also es hat was mit dem Thema heute zu tun. Also seid gespannt, zählt alle Fische und macht damit bei uns ein Gewinnspiel. So sieht's aus. Und wir machen jetzt weiter. Mit Andacht und Theater. Hier in Schaffhausen kennt jeder jeden. Johanna und Jakob bestellen das Feld. Und Marianne, die gute Seele,
backt Apfelkuchen, wie er uns gefällt. Herr Schmidt und Frau Müller sind Lehrer. Und Leonie, die mag nicht jeder. Hier in Schaffhausen, da wohnen wir. Bist du gespannt, was alles so passiert? Mehr als Geschichten erleben wir unterwegs mit Jesus, wie als wäre er hier. Mehr als Geschichten mit diesem Mann. Wir staunen, wenn wir sehen, was er alles kann. Mehr als Geschichten erleben wir unterwegs mit Jesus, wie als wäre er hier. Mehr als Geschichten mit diesem Mann. Wir staunen, wenn wir sehen, was er alles kann. Leon, kannst du es nicht einfach überlassen? Nein, wir dürfen jeden Tag nur einen kleinen Riegel mit in die Schule nehmen. Und dein Riegel ist definitiv zu groß. Ist doch egal. Nein, ist es nicht. Ich werde das Herr Schmidt sagen. Außer natürlich, du gibst mir ein Stück von deinem Riegel ab. Dann wäre er nicht mehr zu groß. Du wirst so gemein hier. Ich will ihn eh nicht mehr haben. Also. Du brauchst gar nicht so angeschlichen kommen, Leonie. Ich habe mein Pausenbrot vergessen. Und ich habe keine Süßigkeiten dabei. Ich wollte eh nicht zu euch. Hey, ihr da! Es ist gegen die Regel, auf den Tischtennisplatten zu sitzen. Vor allem durfte ich mein Pausenbrot vergessen. Ich habe so einen Hunger. Kannst du was von meinem Brot haben? Nee, da sind Tomaten drauf. Die mag ich nicht. Also ich finde sie absolut köstlich. Und gesund sind sie auch. Also das sagt Papa zumindest immer. Hoffentlich hat Mama was richtig Leckeres zum Mittagessen gemacht. Zum Beispiel Spaghetti mit Bolognese oder Hamburger oder Apfelkuchen. Pause ist vorbei, Kinder. Kommt alle rein. Oh yes, jetzt haben wir Deutsch. Und wir haben Sport. Wenn ich nicht vor lauter Hunger umfalle, spüre ich, wie meine Muskeln kleiner werden. Ach Quatsch mit Soße, so schnell geht es doch gar nicht. Und außerdem haben wir nur noch 2 Stunden Schule. So lange wirst du wohl noch aushalten können. Mama, wir sind zu Hause. Und ich hab Hunger. Hä? Wo sind denn alle? Mama! Papa, seid ihr zu Hause? Keiner da. Guck mal, Jan, ich habe eine Nachricht von Mama gefunden. Hallo Kinder, Papa und ich sind zu Tante Greta gefahren. Sie hat sich ihren Fuß verstaucht und braucht dringend Hilfe. Opa weiß Bescheid, ihr könnt zu ihm runtergehen. Küsschen, Mama. Warum hat sich die Tante Greta ausgerechnet heute den Fuß verstaucht? Ich hab doch Hunger. Mann, knurrt wie ein Bär. Komm, wir gehen runter zu Opa. Vielleicht hat er ja was Leckeres gehabt. Kinder, ich bin hier draußen. Opa? Hallo! Was macht Opa denn da? Keine Ahnung, aber es sieht lustig aus. Komm, wir gehen zu ihm. Haha, yippie, getroffen! Yes, super! Opa, was machst du da? Jan, Achtung! Oh. Das ist jetzt so cool, darf ich auch mal? Das ist ein Kunstwerk. Das sieht man doch, oder? Also bunt ist es auf jeden Fall. Wenn wir jetzt... Ja, aber bitte macht euch nicht dreckig. Ja, sonst kriege ich Ärger mit eurer Mama. Okay. Bitte, von hier. Aufgepasst. Ja, yeah, getroffen, Boo! Wow, hey, ihr seid ja die geborenen Künstler. Das habt ihr sicher von mir geerbt.
was gibt's denn jetzt eigentlich zu essen? Ich hab so Hunger, ich kann ein ganzes Mammut verdrücken. Du liebe Güte. Das habe ich ja ganz vergessen. Vor lauter Kunst. Oh, Opa, das ist doch das Wichtigste. Was machen wir jetzt? Könnten wir nicht schnell noch was kochen? Ui, dafür müsste ich erst mal einkaufen gehen. Ich habe, glaube ich, nichts mehr im Kühlschrank außer Haferflocken. Oh, Haferflocken und Tomaten. Das ist echt der schlimmste Tag in meinem Leben. Wisst ihr was? Dann gehen wir jetzt einfach zu Marianne in die Gaststube. Die kann sowieso besser kochen als ich. Vielleicht hättest du ja doch deinen Mammut, Jan. Haha, aber jetzt Beeilung, bevor ich vor lauter Loch im Bauch nur noch aus Löchern bestehe. Na, das wollen wir ja wirklich, nun wirklich nicht. Ich gehe mir doch schnell was weniger Buntes anziehen. Okay? Okay. Richtig lecker. Extrem lecker. Willst du bitte etwas ordentlicher essen? Ich esse doch ordentlich. Ja, super. Schmeckt echt gut. Ach ja, ist das toll. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Hast du ein schönes Ding? Irgendetwas Schnelles und Leckeres. Weil ich habe nämlich richtig Hunger. Na dann, also ich habe heute Spaghetti und Martin gleich mit dem anderen. Die sind echt lecker. Wirklich lecker. Die nehme ich. Alles klar, von euch. Na gut, dann hätten wir gerne 3 Portionen von der Spaghetti und eine Kanne Wasser, bitte. Sehr gerne. Du nimmst das so? Ja, klar. Und dann drehst du. So, ganz einfach. Ja, ich dreh doch so, hä? So. Hey, das ist ja nur Gemüse. So. Warum kann das Essen nicht gleich fertig sein? Ja, du musst Marianne schon die Chance geben zu kochen, mein Junge. Dann geht das auch nicht. Das dauert bestimmt ewig. Kannst du nicht, während wir warten, noch einen von deinen coolen Geschichten erzählen? Die mit dem Jesus. Moment mal. Ja, da fällt mir auch eine passende Geschichte dazu ein. Wisst ihr, viele Menschen wollten Jesus zuhören. Und manche liefen von ganz weit her, um ihn zu finden. Die Menschenmenge wollte von Gott hören. Also erzählte Jesus von ihm und wie sehr er die Menschen liebt. Allerdings dauert es diesmal schon ganz schön lange. Hey Jesus, ich glaube, wir sollten die Leute allmählich nach Hause schicken. Wir sind schon so lange hier und es gibt weit und breit kein Restaurant. Die haben bestimmt schon voll Hunger. Wir haben Hunger! Ich hab auch Hunger! Das wissen wir. Aber ich möchte die Menschen nicht nach Hause schicken. Wir geben ihnen was zu essen. Hä? Wie? Selbst wenn es hier einen Supermarkt gäbe, das wäre bestimmt voll teuer. Und schau mal, allein wie der Kobus und der Johannes immer sonst essen, das ist schon ein halber Tageslohn. Ey, du isst auch nicht wenig. Ist ja gut. Wir fragen einfach rum, ob jemand was dabei hat. Los, fragt die Leute, was sie dabei haben. Okay, na gut. Hey, hat von euch jemand was zu essen dabei? Nee, ich hab doch gesagt, dass ich mein Pausenbrot vergessen habe. Habt ihr vielleicht was zu essen dabei? Sorry, nee. Bringt jemand nichts zu essen? Nein. Hat bei euch vielleicht jemand was zu essen? Jedes bisschen hin. Haben wir noch was dabei? Irgendwas noch zu essen dabei? Ein Buffet. Habt ihr noch was zu essen? Guten Appetit. Vielen Dank. Wartet doch. Opa betet doch immer noch vor dem Essen. Und du. Danke, Herr Jesus, für das leckere Essen. Danke für Marianne, die so toll kochen kann. Und danke, dass ich mit Julia und Jan so ein tolles Essen genießen kann. Amen. Amen. Das sind die
besten Spaghetti aller Zeiten. Opa, wie ging die Geschichte jetzt weiter? Gab es noch genug Essen? Ja, ja. Tatsächlich hat er ein Kind etwas dabei. Hey, hast du vielleicht was zu essen dabei? Ja, ich habe etwas dabei, aber es ist nicht so viel. Das ist nicht schlimm. Komm, wir gehen damit zu Jesus. Hey! Hallo! Wie heißt sie? Finja. Meine Mama hat mir Essen eingepackt. 5 Brote und 2 Fische. Das ist nicht viel. Davon sollen alle satt werden? Jesus, wie sollen davon denn alle satt werden? Finja, willst du dein Essen mit uns teilen? Es ist bestimmt nicht genug, aber ja, gerne. Danke, Finja. Ihr könnt euch alle wieder hinsetzen. Danke, Vater, für das Essen, das du uns gibst. Danke für Finja, die es mit uns teilt. Danke, dass du uns immer versorgst. Amen. 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 Simon, Jakobus, Johannes, verteilt es unter den Menschen. Das hat für alle gereicht? 5 Brote und 2 Fische? Ja, mein Lieber. Alle sind davon satt geworden. Und es ist sogar noch etwas übrig geblieben. Oha, wie cool. Hey Kids, wie schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und ich hoffe, ihr seid auch gut in den Tag gestartet. Also ehrlich gesagt bin ich heute nicht so gut in den Tag gestartet, denn ich habe einfach komplett vergessen zu frühstücken. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gemacht habt, ob das ihr einfach aus dem Haus seid und ihr habt einfach vergessen, was zu frühstücken. Also so ist es zumindest bei mir. Und jetzt ist es schon einfach fast Mittag und ich habe immer noch nichts gegessen, Kinder. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, aber ich habe so Hunger und dann tut auch der Bauch so ein bisschen krummeln, ne? Aber mir kommt ihr gerade... Ich wusste, dass ich keine Zeit habe heute Morgen. Da habe ich mir einen Riegel mitgenommen. Hey Kids, wie cool, dass ich dran gedacht habe, noch was zu essen mitzunehmen. Das esse ich nachher. Ich meine, vielleicht habt ihr auch noch Hunger daheim. Ich würde es echt super gerne mit euch teilen, aber ich glaube, der Riegel, von dem werden wir nicht alle satt, oder? Also ich meine, ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt davon satt werde. Das ist ja nicht besonders viel an Essen, aber an sich würde ich noch echt gern mit euch teilen. Aber so ein Riegel ist natürlich auch zum Frühstück nicht ausreichend, oder? Und auch heute geht es in unserer Geschichte um Essen. Denn Essen ist wirklich auch ein wichtiges Thema. Ich meine, wir brauchen Essen in unserem Leben. Wir brauchen das Essen oder wir essen auch, dass wir Kraft und dass wir Energie haben. Ich meine, könntest du in die Schule gehen und den ganzen Tag nichts essen? Oder beim Sport, wenn du auch wirklich gar nichts gegessen hast und dann am Sport machen musst, dann merkst du auch schon, dass dein Körper richtig schlapp wird, ne? Und deswegen ist Essen super wichtig, denn es gibt unserem Körper Kraft und Energie und das brauchen wir, um durch den Tag zu gehen. Und auch heute geht unsere Geschichte wieder um das Thema Essen und Nahrung. Und die Liska hat vor ein paar Wochen auch über diese Geschichte geredet. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn einige Kinder schon vor ein paar Wochen dabei waren, ob ihr euch noch so erinnern könnt. Und an alle anderen, ihr müsst super aufpassen und seid gespannt, was so passiert. Das große Picknick. Jesus hatte seine Lehre beendet. Alle waren hungrig. Schick sie fort, um Essen zu kaufen, sagten seine Schüler. Aber Jesus wollte den Menschen zeigen, dass sie Gott vertrauen können. Warum gebt ihr den Menschen nichts zu essen? Fragte Jesus. Es würde einen Jahreslohn kosten, um Brot für sie alle zu kaufen, riefen seine Schüler. Wie viel Essen habt ihr da? Fragte Jesus. Hier ist ein Junge, sagte Andreas, der 5 Laibe Brot und 2 kleine Fische hat. Jesus lächelte. Sehr gut. Sagt den Leuten, sie sollen sich ins Gras setzen. Also setzten sich die Menschen an den Berghang. Jesus dankte Gott für das Brot und die Fische. Dann brach er sie in Stücke
und gab sie seinen Schülern, damit sie sie an die Leute verteilten. Jesu Schüler verteilten das Brot und die Fische an die ganze Menschenmenge. Es waren 5000 Männer und auch viele Frauen und Kinder. Alle aßen so viel sie wollten. Danach sammelten die Schüler die Reste ein. Es waren 12 Körbe voll, aus nur 5 Broten und 2 Fischen. Die Menschen wussten, dass sie Gott vertrauen konnten, dass er für sie sorgt. Hey Kids, was für ein krasses Wunder, oder? Also was für ein Wunder hat Jesus damals gemacht? Er hat einfach mit 5 Broten und 2 Fischen über 5000 Menschen ernähren können. Und stellt euch mal vor, wie wir gerade in der Geschichte gehört haben, bei diesen 5000 Menschen, das waren ja fast nur Männer. Die Frauen und Kinder wurden damals gar nicht gezählt, also waren es weit mehr als 5000 Menschen. Und also ich weiß nicht, stellt euch mal vor, wenn ich auf so einer großen Veranstaltung wäre, oder wenn ich um so viele Menschen wäre, da kommt jemand und sagt, hey, es gibt heute Essen, 5 Brote und 2 Fische. Dann würde ich denken, haha, witzig, davon werden wir doch nicht alle satt. Ich meine, stellt euch mal vor, wart ihr mal auf einem großen Geburtstag von Mama oder Papa oder von Opa und Oma und überlegt mal, dann gibt es nichts zum Abendessen und dann sagt jemand, hey, ich habe hier 5 Brote und 2 Fische. Ich glaube, das wird bei Weitem nicht lang, oder? Und genauso ging es, glaube ich, damals den Menschen. Als Jesus gesagt hat, hey, 5 Brote und 2 Fische zum Essen, da dachten die, okay, wie soll das denn überhaupt funktionieren? Da kriegt jeder einen kleinen Krümel und ein Ministück vom Fisch, wenn überhaupt. Aber was Jesus gemacht hat, er hat das Essen gesegnet und er hat dann diese Körbe mit diesem Essen hat er rumgegeben bei den Menschen. Und wisst ihr, was da dann Cooles passiert ist? Das Essen wurde nicht weniger, im Gegenteil, das Essen hat sich vermehrt. Es wurde immer mehr und so hat nicht jeder davon was abbekommen, sondern es wurde auch jeder richtig satt. Und das Essen hat sogar noch am nächsten Tag gereicht, denn es war so viel Essen. Und es ist richtig stark zu sehen. Und ich möchte gerne 2 Dinge mit euch besprechen oder euch mitgeben. Und zwar, dass mich wirklich auch beeindruckt und was ich richtig cool finde an dieser Geschichte. Und zwar erstens, dass einfach Jesus das gemacht hat. Stell dich mal vor, steht in der Bibel, Jesus war den ganzen Tag unterwegs. Das ist nämlich sein Job, mit Menschen reden, Menschen von Gott zu erzählen und auch einfach Menschen zu helfen und Wunder zu tun. Das ist sein Job gewesen. Und er war den ganzen Tag unterwegs auf den Beinen und er war am Abend richtig müde bestimmt gewesen. Und er wollte sich einfach ausruhen. Aber dann hat er diese Menschen gesehen, hat gesehen, hey, die haben so Hunger, ich muss irgendwas machen. Er hätte natürlich auch sagen können, hey, schaut doch selber, wie ihr was zu essen bekommt. Aber nein, Jesus hatte Mitleid mit den Menschen und hat gesagt, ich möchte euch helfen, ich möchte auch euch Essen geben. Das ist das Erste richtig Coole. Und das Zweite ist, dass die Art und Weise, wie Jesus das gemacht hat. Wir haben in der Geschichte gerade eben gesehen, dass ein Junge so ein kleines Paket hatte mit Essen drin. Und Jesus hat dieses kleine Paket und diesen Jungen, das Essen von dem Jungen benutzt, um all diese ganzen Menschen zu versorgen. Ich meine, Jesus hätte auch einfach sagen können, hey, geht zum Meer, da sind ganz viele Fische, holt euch doch die Fische. Oder Jesus hätte auch Sand und Steine zu Brot werden lassen. Ich meine, ihr wisst ja, Jesus hat Superkräfte und bei ihm ist nichts unmöglich. Aber er hat einfach dieses Essenspaket, diese 5 Brote und 2 Fische benutzt, um all diese ganzen Menschen zu ernähren. Und das ist großartig. Und wisst ihr, so ist es auch in unserem Leben. Gott möchte uns gebrauchen. Und auch wenn es nur wenn es was ganz Kleines ist und wenn du denkst so, hey, ich kann doch gar nichts oder ich habe doch gar nichts. Gott benutzt das, was wir haben, um etwas Großartiges draus zu machen. Und genauso ist es auch mit unseren Gaben, mit unseren Talenten. Jeder hat Stärken und Schwächen. Und vielleicht bist du gut in Sport oder vielleicht kannst du gut tanzen oder singen. Oder jemand anders kann gut mit anderen Menschen reden. Jeder hat so seine Talente und seine Stärken. Und wenn du das für Gottes Reich machst, wenn du das Gott zur Ehre machst, dann kann etwas Großartiges und Wunderbares draus passieren. Also Kinder, nehmt es mit, denkt an die Geschichte. Ich habe jetzt noch so eine kleine Aufgabe für euch vorbereitet, beziehungsweise könnt ihr das daheim mitmachen. Ihr braucht ein Blatt Papier und Stifte in verschiedenen Farben und könnt einmal, wie ich schon gemacht habe, eine 5 und eine 2 drauf machen. 5 Brote und 2 Fische, wie wir es gerade gehört haben in der Geschichte, richtig? Und was wir jetzt machen aus dieser 5, wenn ihr hier so diesen Kreis zu Ende macht und hier den Strich nach oben. Habt ihr schon eine Vermutung, was es werden wird? Sieht ein bisschen aus wie ein Korb, oder? Und dann machen wir da jetzt noch wie in der Geschichte. 5. Das kann man natürlich noch schöner machen, schön anmalen.
Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Brote haben wir ja gehört. Und ihr könnt es natürlich noch schön, guck mal, hier verzieren. Ein Korb, der hat oft so Flechtungen. So, guck mal, das erinnert uns doch schon direkt an die Geschichte mit dem Korb und fünf Broten. Ihr ahnt schon wahrscheinlich, was mit der 2 passiert. Und zwar aus der 2, wenn wir hier so einen Strich hochmachen, sieht das schon ein bisschen aus wie ein Fisch, ne? Machen wir noch ein Auge, einen Mund. Was hat ein Fisch noch? Ach, guck mal, wir können hier so ein bisschen... Und er hat noch 2 Flossen. Ich bin nicht so gut in Malen, Kinder. Ihr könnt es daheim bestimmt schöner machen als ich. Aber ihr seht, hey, ein Korb mit 5 Broten und 2 Fische. Das ist die Geschichte, die wir heute gehört haben. Und ich fand es richtig schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich würde zum Abschluss noch gerne mit euch gemeinsam beten. Und es wäre cool, wenn ihr daheim mitbetet. Jesus, ich danke dir einfach für das, was wir heute lernen durften, Jesus, dass wir einfach uns immer auf dich verlassen können, dass auch wenn wir in Schwierigkeiten stecken, wenn wir Sorgen haben, Jesus, dass wir wissen, du versorgst uns, du bist immer für uns da, du kennst unsere Not und du kennst auch unsere Stärken, unsere Talenten und du weißt, wie du sie zu gebrauchen hast. Und ich bitte dich einfach, dass du uns immer den Weg zeigst und ja, dass wir einfach wirklich dein Reich bauen dürfen, Jesus. Amen. Jesus, was sollen wir denn mit den ganzen Resten machen? Das ist unglaublich. Sind alle satt geworden? Jupp, ich bin pappsatt. Wenn ich noch einen Krümel esse, dann platze ich. Boah, ich auch. Dann ist ja gut. Sammel die Reste ein. Hier ist auch noch was. Wisst ihr, am Ende blieben noch 12 Körbe übrig, die bis zum Rand mit Essensresten gefüllt waren. Aha, aber Moment mal. Wenn man für jeden Fisch und jedes Brot auf die Menge multipliziert, die man braucht, um einen Korb zu finden. Moment. Hä, dann würden doch nur 7 Körbe übrig bleiben. Das ist ja voll abgefahren. Oh ja, wisst ihr, Jesus kann aus dem Wenigen, was wir ihm schenken, so Großes bewirken. Könnte er das auch mit meinem Keks machen? Bestimmt, mein Lieber, bestimmt. Also, so schnell wie du Kekse auf isst, würden trotzdem keine 12 Körbe übrig bleiben. Richtig, richtig starkes Thema, oder? Was die das war richtig aus? Gut. Ich habe richtig viel gelernt. Ja. Sag mal eigentlich, was ist denn dein Lieblingsessen oder dein Lieblingsgericht, wenn du so ein bisschen dran denkst? Also eigentlich liebe ich Hühnerfrikassee. Meine guten Freunde wissen, dass ich Hühnerfrikassee über alles liebe. Aber ich liebe auch richtig gerne Fisch. Ich liebe es vor allem. Magst du Fisch? Ich liebe es, Fischstäbchen zu essen. Kennst du diese kleinen braunen Dinger? Die sind so lecker knusprig. Ja, ja. So Fischstäbchen esse ich auch noch, aber wenn da so ein riesen Fisch auf meinem Teller liegt, da ist schon bei mir so ein bisschen... Ja, der ist ja manchmal auch so glitschig und mit den Augen. Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber richtig cool. Kinder, ihr könnt uns auch mal gerne schreiben, was ihr denn so daheim gerne isst, was eure Lieblingslebensmittel sind, was ihr daheim so... was die Mama so für euch kocht. Und wir machen so lange weiter mit den Spielen. Viel Spaß euch. Hey Kids, willkommen im Spielestudio heute mit mir, Daniela. Und ich habe euch den PJ mitgebracht. PJ in the house. Er darf mir heute helfen, mit euch zusammen eine neue Runde Schnitzeljagd zu spielen. Ich liebe Schnitzel. Und ich liebe Schnitzeljagd. Das passt doch sehr gut zusammen. Aha. PJ, was ist das Erste, was ich dir bringen darf oder was wir dir bringen dürfen? Ah, wir machen das alle zusammen. Alle zusammen. Okay. Genau, Kids, ihr dürft zu Hause aufstehen, schon in die Startlöcher gehen, weil sobald der PJ den ersten Begriff sagt, dürft ihr losdüsen und gucken, ob ihr schneller seid als ich. Klingt okay, gut? Darf ich einfach das Ding sagen oder soll ich auch 3, 2, 1 los sagen? Sag 3, 2, 1 okay. Los. Okay, dann sind sie alle gleich. Okay. Ja. Ich liebe Sport. So, das erste Ding ist, ich will einen Ball. Irgendwelchen Ball. So, 3, 2, 1, los! Such einen Ball, such einen Ball, such einen Ball. Oh, kommst du zurück, oh! Yay! Peter, dieser Ball. Das ist ein Tennisball. Sein Ball. Ein Tennisball. Was habt ihr für Bälle mitgebracht? Könntet ihr uns ja vielleicht auch mal schreiben, was für Bälle ihr zu Hause habt. Ja. Als nächstes
Als nächstes, irgendwas von meiner Kindheit. Ach, ich weiß, ich will irgendwas von Lego. Okay, cool. Okay, ready, go! Oh, komm, komm, schnell, 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 schnell! Hast du was gefunden? Hast du was? Suchst du was? Findest du was? Und euch auch? Oh, oh, oh! Hier ist Daniela. Was ist das jetzt? Ein Panda-Bär? Guck mal, habt ihr mich geschlagen? Seid ihr schon wieder zurück? Sehr cool. Geil. Yes. Alles klar. Kids, habt ihr auch was von Lego gefunden? Ich hoffe. Ich glaube, jeder hat zu Hause irgendwas von Lego, oder? Würde ich mal sagen. Hoffentlich. Oh, ich kann schon fast nicht mehr. Aber Kids, ihr habt sicherlich noch Puste. Peter, was als nächstes? So, als nächstes will ich ein Stofftier. Hast du was? Denkst du? Ihr auch, Kinder? Okay, 3, 2, 1, los! Ein Stofftier! Komm, such ein Stofftier! Such ein Stofftier! Komm, Daniela, Daniela! Ich glaube, sie kommt zurück, komm! Jo. Ja, da ist sie! Ein Stofftier! Oh, was für ein Stofftier ist das? Ein kleiner Dino! Ein kleiner Dino! Wart ihr schneller als ich? Sehr schön! Auf meine Schulter! Ein Schulterdino! Ein cool. Schulterdino! Okay, noch ein letztes P-Day! Ein allerletztes! Ein allerletztes! Dann vielleicht was zu trinken. Ich habe ein bisschen Durst. Vielleicht kannst du mir eine Wasserflasche finden. Okay. Ob es leer oder voll ist, ist egal, aber eine Wasserflasche. Ready? Steady? Go! Okay, eine Wasserflasche. Findest du eine Wasserflasche zu Hause? Ich glaube, Daniela sucht was jetzt gerade. Sie kommt zurück. Irgendwann kommt sie zurück. Komm, Daniela, Daniela, hast du was gefunden? Yes! Sogar mit Wasser drin. Mit Wasser, danke schön. Oh, ich glaube, ich muss auch gleich noch einen Schluck Wasser trinken. Cool. Dankeschön. Peter, hat Spaß gemacht? Ja, war sehr cool. Kids, wart ihr schneller als ich? Ich hoffe, dass ihr es geschafft habt, auch alle Gegenstände zu finden. Viel Spaß und weiter geht's. Wir spielen Bibel-Workout, Bibel-Fitness. Und das geht so, dass wir verschiedene biblische Geschichten haben und wir machen dazu voll die Fitnessaufgaben dazu, okay? Ich mache sie vor, ihr macht sie einfach direkt mit, okay? Und dann zum Beispiel 40 Jahre Wüste, durch die Wüste gehen. Heiß. Heiß. Okay, David gegen Goliath. Als nächstes das Meer teilen. Stab ins Meer, Meer teilt sich. 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 Als nächstes Daniels Fasten. Ja zu Gemüse, nein zu Fleisch. 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 Okay, als nächstes Manna aufheben in der Wüste. Aufheben, 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 aufheben. Okay, und weiter geht's. Nehemia, Mauer bauen. Da. Mauer fertig! Juhu! Sehr gut! Cool, dass ihr mitgemacht habt. Richtig cool. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Das war's auch schon mit uns im Online-Geo. Corinna, ist heute irgendein besonderer Tag? Lass mal überlegen. Heute ist Sonntag, oder? Sonntag, aber heute ist ein ganz besonderer Sonntag, denn heute feiern wir Muttertag. Stimmt, wir haben heute Muttertag. Ja, genau. Das stimmt. Und heute denken wir an alle Mütter. Hey Mütter, ihr seid die Allerbesten. Ihr könnt mal euren Mamas einen richtig dicken Kuss geben und denen sagen, wie lieb ihr die habt. Genau, ihr seid die Besten. Hey, Corinna, möchtest du zum Schluss noch mit uns beten? Hey, voll gern. Und es wäre cool, wenn ihr auch daheim mitbetet und dann wünsche ich euch einfach eine gesegnete Woche. Jesus, ich danke dir einfach für den Tag. Ich danke dir für den Online-Kigo, was wir von dir lernen durften. Und ich bitte dich jetzt für jede Familie, für jedes Kind daheim, mach, dass sie noch eine richtig tolle, gesegnete Zeit haben, dass sie einen schönen Muttertag feiern dürfen, Jesus. Und ja, begleite sie einfach durch die kommende Woche und sei du da einfach, wo sie auch sind, zu Hause. Amen. Hey Mamas, wir denken an euch. Habt eine schöne Zeit auch an, liebe Kinder. Wir sehen uns spätestens nächsten Sonntag. Ich würde sagen, bis bald. Bis bald. Macht's gut.
Macht nichts und weiter einfach. Wie ging die Geschichte jetzt weiter? War Simon jetzt der reichste Fischer der Stadt? Falsche Geschichte. Ich hab gedacht. Danke, Vater, für das Essen, das du uns gibst. Danke für Finja, die... Okay, nochmal. Wir machen einfach weiter. Danke, Vater. Diese Stimme da aus dem Bauch. Hört man die? Der Vater antwortet schon. Simon! Johann! Du hast doch zwei da, wer? Ja, das ist ja egal, das sieht man nicht. Okay, Johannes, Jakobus. Johannes. Johannes? Jakobus? Verteilt es unter den Menschen. Moment, Sarah sitzt daneben. Teil 2, Szene 10 und Action. Warte, habe ich was zu sagen? Ja. Du bist da. Ich lasse das. Das nennt man gut vorbereitet.